Die Stadt Graz als Standort der Wissenschaft und der Hochschulbildung kann auf eine lange und interessante Geschichte zurückblicken. Diese bringt uns Universitätsprofessor Simone De Angelis, Leiter des Zentrums für Wissenschaftsgeschichte an der Karl-Franzens-Universität Graz, näher. Der Begriff des Wissenschaftsgeschichte ist ein komplexer. Ja? Und zwar, weil wenn wir nur das deutsche Wort uns anschauen, kann man darunter sehr viele Sachen subsumieren. Wenn wir das aber übersetzen in die englische Sprache und sagen History of Science, dann meint Wissenschaftsgeschichte die Geschichte der Naturwissenschaften, die sich seit der frühen Neuzeit, aber mit Schwerpunkt im 1600 und dann natürlich im 17. Jahrhundert, wenn wir an Gestalten wie Newton denken. Und dann gab es eine weitere große Phase, ein weiterer Schub in der Entwicklung der Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert mit der Etablierung und Institutionalisierung der Naturwissenschaften an den Universitäten. Die eigentlich eine Phase, die eigentlich dann im späten 19. Jahrhundert einen Höhepunkt erreicht. Ja, insofern ist Wissenschaftsgeschichte, wie gesagt, die Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, die natürlich immer parallel auch hier läuft. Und wenn wir das jetzt historisch schauen und auf den Platz Graz schauen, dann kann man eigentlich zwei große Epochen der Wissenschaft festmachen, wo eben die Universität vor allen Dingen im Zentrum steht, die Stadt und die Universität. Das ist eben der Beginn, die erste Universität Graz um 1600, die sogenannte Jesuitenuniversität, wo wir dann sehen werden, dass da beispielsweise eine Galilei-Rezeption gegeben hat um 1600, über die wir dann noch sprechen werden. Dann eine zweite wichtige Phase war sicherlich in der sogenannten bürgerlichen Epoche ab 1870 mit der Gründung dann auch des Physikalischen Instituts an der Universität Graz und in dem eben wichtige Leute gearbeitet haben, unter anderem Ludwig Boltzmann, der in Graz eben für mathematische Physik Professor war, dann mit einer kurzen Episode in Wien. 4 Jahre und man hat sich dann bemüht, Boltzmann wieder zurückzuholen an die Uni Graz und ihm dann eine Lehrkanzel für experimentelle Physik zu geben. Ja? Und ich würde sagen, dann eben Boltzmann hat sich dann vor allen Dingen auch mit der kinetischen Gastheorie beschäftigt. Er hat bahnbrechende Studien zur Wärmetheorie gemacht, auch durch ihre mathematische Beschreibung und hat sich über die molekulare Struktur eben im Hinblick auf die Gastheorie wichtige Studien publiziert. Ja, und natürlich blieb die Universität Graz nach dieser Zeit auch bedeutend, ich würde sagen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, auf jeden Fall ins 20. Jahrhundert hinein, ins erste Drittel hinein, gerade auch was die Physik angeht, wenn wir an Namen wie Victor Hess denken oder Erwin Schrödinger, die hier auch zeitweise, auch für kurze Zeit gearbeitet haben. Im Laufe des 19. Jahrhunderts kam es schließlich zur Trennung der Fakultäten und zur Gründung weiterer Universitäten in Graz. So wurde die Technische Universität im Jahr 1811 gegründet, die Musikschule des Akademischen Musikvereins als Vorläufer der Kunstuniversität Graz im Jahr 1816. In der Regel ist es ja so, das hängt mit der Geschichte der Wissenschaften oder überhaupt der Disziplinen insgesamt zusammen. Und das ist eine Entwicklung, die im 19. Jahrhundert eine wichtige gewesen ist. Und zwar mit der Ausdifferenzierung der Disziplinen auf der einen Seite, durch die Spezialisierung des Wissens haben sich auch die Fakultäten dann irgendwann mal getrennt, ja, also die geisteswissenschaftliche und die naturwissenschaftliche. Das ist ein Prozess, der im Wesentlichen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnt, so in den 70er, 80er Jahren, und im Laufe des 20. Jahrhunderts sich dann vollendet. Ja? Und ich habe mir sagen lassen, dass eigentlich die Trennung der Fakultäten in Graz relativ spät war, also in den 70er Jahren, glaube ich, des 20. Jahrhunderts. Aber verstehen Sie, das Problem ist, dass Wissenschaft, also was Wissenschaft ist, ist natürlich etwas, was sehr stark historisch bedingt ist. Also es gibt nicht die Wissenschaft,
sondern es gibt Wissenschaft immer im Kontext unterschiedlicher, vielfältiger Faktoren. Sozialer können diese sein, ökonomischer und andere. Ja? Und sozusagen, dass das naturwissenschaftliche Wissen ein Element ist, das sich im Zusammenspiel dieser ganzen Faktoren eben herausbildet und historisch konstituiert. Nun ist es so, das Interessante ist, dass eben für die Naturwissenschaften ist es klar, das ist eigentlich ein Prozess der Emanzipation gewesen im 19. Jahrhundert, wo sich die Naturwissenschaften ganz bewusst auch von anderen, eben von den Wissenschaften, die wir heute Geisteswissenschaften nennen, wie Geschichte oder Philologie, eben abgesetzt haben. Und das war ein Prozess, der gar nicht so einfach gewesen ist, sondern der auch eine gewisse Zeit gebraucht hat. Aber durch die Erfolge der Naturwissenschaften in der zweiten Hälfte, vor allen Dingen des 19. Jahrhunderts, sich einfach durchgesetzt hat, ja, und dann auch politisch durchgesetzt hat, wissenschaftspolitisch. Und das bedeutet, dass an Universitäten, dass es einerseits technische Universitäten gegeben hat, mit eigenen Dissertationen, mit den Promotionsrechten und so weiter, die sozusagen diese Promotionsrechte eingefordert haben und so weiter. Und der Prozess war eigentlich der Ablösung von den Geisteswissenschaften. Umgekehrt ist es so gewesen, dass die Geisteswissenschaften natürlich auch, gerade auch sagen wir mal, am Ende des 19. Jahrhunderts, selber in unter Druck gekommen sind, sozusagen sich gerade gegenüber den Naturwissenschaften zu differenzieren, ja, und die Frage zu stellen, ja, worin unterscheiden wir uns denn gegenüber den Methoden auch der Naturwissenschaften? Und da gab es eben eine wichtige Person namens Wilhelm Dilthey, der versucht hat, in einer grundlegenden Schrift, in einem Buch, eine Einführung in die Geisteswissenschaften, methodisch, eine eigene Methode zu entwickeln, die eben eigentlich auf dem Prinzip des Bewusstseins, ja, gründet, in dem Sinne, dass man gesagt hat, das Bewusstsein ist etwas, oder wie Dilthey das nennt, die Tatsachen des Bewusstseins sind etwas, was man nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden analysieren soll, sondern sie sind sozusagen der Weg der inneren Erfahrung, in die wir uns, weil wir alle Menschen sind, sozusagen einfühlen können. Ja? Und das ist sozusagen eine Basis für eine Methodologie der Geisteswissenschaften, die lange weit ins 20. Jahrhundert hinein gewirkt hat. Und natürlich haben sich dann entlang dieser Unterscheidung eben oder Abgrenzung von den Naturwissenschaften die einzelnen geisteswissenschaftlichen Disziplinen entwickelt. Natürlich waren die Philologien am Anfang, weil die Philologie ja eine sehr alte Disziplin ist, die es eigentlich schon seit dem 15. Jahrhundert gibt, mit dem Humanismus. Also gab es die Ausdifferenzierung der Philologie, der Geschichte, der Historik, also die Historik, eben auch als Geschichtswissenschaft, hat sich dann im 19. Jahrhundert sehr stark ausdifferenziert. Und das ist sozusagen in einer Bewegung geistesgeschichtlich gesehen, die wir Historismus nennen. Ja? Also Historismus ist sozusagen die Gegenbewegung zum Naturalismus, eben indem wir auch die Entwicklung der Naturwissenschaften sehen können. Also Sie sehen, anhand dieser zwei Konzepte, einerseits des Naturalismus, einerseits des Historismus, haben sich die ganzen Disziplinen, wie wir sie dann bis heute kennen, ausdifferenziert und entwickelt. Auch in der Gegenwart ist Graz mit insgesamt rund 50.000 Studierenden ein bedeutender Universitätsstandort. Also was sicherlich interessant ist, ist in Graz, dass diese Universitäten in ziemlich naher Reichweite sind. Ja, also sie sind eigentlich sehr nah zu erreichen und dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit, sozusagen zwischen den Universitäten auch mal nicht nur sozusagen physisch sich zu bewegen, sondern eventuell auch etwas Interessanteres im Hinblick auf eine Zusammenarbeit sich zu machen. Es gibt ja dieses Projekt der Navi Graz, das sozusagen zwischen der TU und der Universität Graz schon existiert, auch im Bereich der Physik auch und der Naturwissenschaften.
Und mein Projekt wird ja dann sein, in naher Zukunft ein Masterstudium zu entwickeln mit dem Titel Wissenschaftsgeschichte, dass eben genau dieser Platz Graz und diese Verbindung der Universitäten nutzen will, um ein Masterstudium aufzustellen, das durch Kooperation einiger Professoren dieser Universitäten dann sein wird, um dann dieses Masterstudium eben aufzustellen. Und ich denke, es gibt in Graz, obwohl ich das jetzt nicht für alle Universitäten, für alle Disziplinen sagen kann, aber sicherlich einige Exzellenzpunkte, Stützpunkte, die sozusagen international sicherlich mitreden können. Also und ich denke, dass Graz sicherlich als die zweitgrößte Universität Österreichs, auch von den Studentenzahlen her, sich sicherlich auf dem internationalen Platz zeigen kann.